Ja, schönen guten Morgen. Heute wird die 350er geschoben. Wir sind hier wieder auf dem Gleis mit der Bundesbahn, fast in der Mitte. Und ihr werdet gleich ein paar Momente erleben, wie die 350er sich von dieser Richtung in diese Richtung bewegt und von den Kollegen auf der anderen Seite dementsprechend mit der Technik rüber bewegt wird. Herzlichen Dank. Gleich ein paar Momente für euch zum Ansehen auf der Rohrbrücke. Alles etwas größer, alles etwas schwerer. Ja, die 350er hat natürlich mehr Gewicht, ganz klar. DN 350 mal 8,3 mm die Wandstärke. Und ihr seht, wie die Leitung auf den Einschubwegen gleitet auf der Rohrbrücke. Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter, wird das Ganze geschoben mit Hilfe eines elektrischen Seilzuges. Auf dem anderen Ende, die Kollegen bedienen das. Zwischendurch wird natürlich der Seilzug umgesetzt, die Kette dann neu gelenkt, Schlups angebracht und dann wird es wieder zum nächsten Hub gehen. Ist natürlich schön zu beobachten, wie das Ganze auf der Rohrbrücke hier gleitet. Langsam und sicher. Oh, das könnte knapp werden, die Rüststange könnte im Weg sein. Nee, ist sie natürlich nicht, haben wir vorher gesehen. Da sind ein paar Zentimeter Luft zwischen Isolierung und Rüststange. Aber wir hätten auch genug Möglichkeiten gehabt, diese noch zu kürzen. Kein Problem. Schön zu beobachten, wie das vorwärts geht. Eine Rohrlänge nach der anderen Rohrlänge jedes Mal. So sieht das Ganze aus. Interessantes Objekt insgesamt. Hier auch schön zu sehen, wie das Rolllager auf der Führungsschiene unten gleitet und die beiden Seitenlager, die weiter unten sind, die jetzt unten zu sehen sind auf der linken Seite, sind natürlich auch zur Sicherung da. So sieht's aus. Interessante Geschichte, langfristig gesehen im Sinne der Fernwärme. Mal so ein kleines Gesamtbild, wie der Schub stattfindet. Ihr seht, die Stücke bleibt offen da hinten von der Leitung mit Absicht. Das geht ja dann weiter zum Altbestand. Ihr habt jetzt mal den Eindruck bekommen von der 350er. Und gleich gehen wir mal rüber auf die 200er noch. So, jetzt wird gleich noch die DN 200er geschoben auf der Rohrbrücke von der Richtung in diese Richtung. Die Kollegen sind beim Vorbereiten und es wird auch gleich wieder abgehen. Ihr werdet gleich noch ein paar Augenblicke bekommen von dem Vorgang hier auf der Gleisanlage der Bundesbahn. Jetzt noch einige Bilder von der DN 200er mal 6,3 mm, wie sie geschoben wird an dem Morgen. Schöne Sache, wenn beides gleichzeitig reibungslos funktioniert, die 350er und die 200er. Auch schön anzusehen, hier mal so ein bisschen die Strecke, ein Teil von der Strecke, von der Rohrbrücke. Alles isoliert, alles sieht vernünftig aus. Und auch die ganzen Aufgaben, die zu überwältigen sind, klappt natürlich reibungslos. Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter geht es in die andere Richtung. Herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für euer Interesse hier auf dem Rohrschweißer YouTube-Kanal. Ihr findet weitere Infos unter dem Video und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen der Lernvideos als Wigschweißer.